Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Roulette, dem Format, bei dem ihr überrascht werdet. Naja, keine Ahnung. So, ja, letztes Mal haben wir jetzt, am Freitag haben wir das zum ersten Mal gemacht, kam Alice bei rum und deswegen hatte ich ja überlegt gehabt, ob wir nicht heute einfach wieder ein Roulette machen, weil unser Alice für die Woche haben wir quasi im Sack. Und warum nicht doch einfach mal einen hinten dran hängen und mal schauen, was diesmal auf uns wartet. Wie generell überlegen wir, ob wir generell ein Roulette immer drehen, wenn wir Let's Playen. Das ist quasi der Alice Sonntagsslot generell offen wird. Würde natürlich bedeuten, dass es sein kann, dass Alice sehr lange nicht fertig wird, wenn wir Pech haben. Andererseits kommen wir mit ein bisschen Abwechslung. Immer so eine Frage, was ist cool, was nicht. Ich meine, cool an für sich wäre es, wenn man ein bisschen Abwechslung hat, ein bisschen was anderes sieht und so. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass halt das Spiel nicht fertig wird. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir blenden mal das Roulette-Rad ein. Da ist es. Genau. Und jetzt werde ich einfach mal drehen und dann werden wir sehen, was auf uns zukommt. Also wieder nochmal, wiederhole ich nochmal, was alles draufsteht, für die, die es nicht richtig sehen können. Wir haben einmal das Dot Hack, PlayStation 2. Das ist so eine Quadrologie, denke ich mal. Also im Grunde ist es ja ein Spiel, haben sie aber auf vier separate Spiele aufgeteilt. Sie haben Save Transfer, das heißt, im Grunde kann man, wenn man das erste Spiel durchspielt, den Save davon mit übernehmen und im zweiten weiter benutzen. Hat den Vorteil, man hat die Waffen, Rüstung, Level, alles per Hand gleich wieder da. Aber man kann die Spiele auch separat spielen und einfach dann mit dem vorgegebenen Charakter dann einfach weitermachen. Hat dementsprechend vielleicht ein anderes Level, anderes Equip, Ansichtssache, ob es gut ist oder nicht. Also ich habe alle vier Teile mir nach und nach geholt gehabt, damit ich das einfach mal spielen kann. Aber wie gesagt, ich bin nie über den ersten Teil hinaus, weil es irgendwie immer was dazwischen kam und da habe ich gesagt, okay, ja, mach's mal irgendwann mal. Und jetzt habe ich gesagt, ach, für ein Let's Play wäre es eigentlich ziemlich cool. Da wäre ich auch gezwungen, das zu machen. So, dann hätten wir für Profile Zemaria, was wir im Retro-Perlen hatten. Dann Musashi habt ihr noch gar nicht gesehen. Würde ich aber auch Retro-Perlen zeigen. Wahrscheinlich Mittwoch, wenn nichts dazwischen kommt. Dann haben wir Kingdom Hearts, den ersten Teil, auch schon ein sehr altes Spiel eigentlich, schon über 20 Jahre. Für die, die es nicht kennen und immer mal sehen wollten, wie es so ist und noch keine Gelegenheit hatten, irgendwie ein Let's Play anzuschauen oder so. Hier habt ihr die Möglichkeit. Dann eventuell Stray, Jadekukun, Alice, man weiß ja nie, Jack and Dexter und Legend of the Dragoon. Stray und Jack and Dexter werden PS 5, dann müsste ich dann halt kurz runtergehen und meine PlayStation 5 hochholen. Das würde dann etwa so 5 Minuten dauern für Vorbereitung. Alles andere ist fast on the go oder ready. Also, sie müssen auch mal kurz aufstehen, aber das ist einfach nur ein paar Kabel umstecken und dann passt's. Ja, dann würde ich sagen, das wäre so das Line-up wieder mal. Und ja, wenn halt neue Spiele dazukommen, wird das Rad dementsprechend darum erweitert. Beziehungsweise, wenn wir das Spiel fertig haben, wird halt rausgestrichen. Genau, das wäre mal so ein bisschen diese ja, Einführung dazwischen. Und dann würde ich sagen, drehen wir mal das Rädchen und schauen, was uns erwartet. Valkyr Profile Zemaria. Okay, machen wir da weiter. Es ist sogar noch in der PlayStation drin, das heißt, eigentlich muss ich nur die Kabel umstecken. Das heißt, ich bin gleich wieder da und dann kann es auch losgehen. So.
schon, ob es anläuft. Eine alte PlayStation 2, manchmal spinnt die ein bisschen und da kann es passieren, dass es nicht startet. Aber es startet gut, dann gehen wir mal auf das Ingame. Bild im Bild im Bild im Bild, was geht da jetzt ab? Okay. So, das war cool. Bild im Bild im Bild im Bild. Eine unendliche Abfolge vom Screen. Cool. Ha, das Intro habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Da lasse ich es mal laufen. Return to Valhalla. You'll disobey Odin to your last breath. So be it. But be warned, Dapan will not be spared. So, das war mal das Opening vom Spiel selbst. Liefert ein bisschen Hintergrundinformation, also minimal. Also man sieht jedenfalls, was passiert ist im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob es irgendwie vielleicht eine Cutscene gibt im Spiel, die es auch ein bisschen noch so zeigt, aber so für den ersten Blick für euch nochmal, was da abging. Also wir haben die Alicia, unser Hauptcharakter, das Wesen, die Seele, keine Ahnung, der Valkyrie Silmeria in sich trägt. Und es dürfen halt auf der Erde zeitgleich immer nur eine Valkyrie da sein. Und die andere Valkyrie, die wir gesehen haben, ist eigentlich gerade die, die gerade zuständig ist, zeitlich. Und will die andere eigentlich nach Valhalla schicken, aber die andere hat keinen Bock drauf. Und
Ja, da beginnt der Ärger, genau. Du hast zum Groben und Ganzen, wäre das so der Plot von dem Intro. Und die sind halt abgehauen aus dem Schloss oder Königreich Dippan, woher natürlich Alicia herkommt, das ist ja die Königstochter, Prinzessin. Ja. Ich glaube, der Eingang ist nah. Great. Großartig. There you Wieder are again mal with your eine deiner visions. Visionen. You watch your mouth. Pass bloß auf, Don't was du you sagst. dare Wag es insult the nicht, die princess Prinzessin like auf that. solche Art Your zu wife beleidigen. is Dein in Jammer ist trouble. unerträglich. Hey, Hey, sie she bat asked me mich, to sie come zu with you. begleiten. Swear allegiance to Schwör the der princess Prinzessin Treue or oder be zieh on deines your way. Weges. Enough. Es reicht. Ich nehme eine Wächterbestie wahr. Ich hoffe, ihr beide habt noch genügend Kampfgeist in euch. Guardian Beast. Wächterbestien? Der König von So the Dippon King hält of sich Dippon also keeps fighting Kuschelmonster? monsters? They're not the Es sind king. nicht die des Königs. These are souls whose Diese loyalty Seele to Dippon verschworen, still Dippon die burns Treue und deep sind nach ihrem Tod deep noch down. immer ihrem Land They verpflichtet. take the Sie form of nehmen die Form beasts von to Bestien conquer an, the um ihr world Land vor old. Eindringlingen zu schützen. I hope you're not Ich too hoffe, ihr seid moved nicht by zu this. entnervt. Ich würde I es mir hate nicht to think verzeihen, that eure you were Stärke so verkannt close zu to haben. Dippon. Für ein komisches Vieh. Mal schauen, ob wir es noch drauf haben. Ich wollte dich angreifen zuerst, aber egal. Ballistisches Nashorn, okay. Wie war das? Ah, da konnte man. Gut, ich wollte nur mal schauen, wie es aussieht mit Leben. Weil das ging ja easy. Aber mal drauf. Im Inneren lauert etwas Todbringendes. Ich gehe mal speichern. Bevor ich mal da reinschauen. Ich bin halt neugierig, ne? Ich würde gern reinsehen, aber ich will nicht die Bossnummer machen müssen.
Das waren ja damals Ladezeiten, ey. Ist nicht mehr feierlich. Mir überlegt, wie heutzutage, wie schnell das geht. Das ist echt krass. Genau, das ist die Karte. Schauen wir mal. Das heißt, wir dürfen nochmal gegen den kämpfen dann. Ah, krass. Oh, es geht, Alter. Ey, ja, übertreib's. Ja, ich glaube, der hat schon ein bisschen mehr Angriff jetzt gerade. Haben wir ihn einfach seinen Arm abgehackt, ey. Huiuiui. Aber nicht ganz so viel PV vor uns. Aber egal. Zwei Leute haben Level bekommen. Sehr gut. Ah, das kann man dann gerade nochmal machen. Oh mein Gott, wie krass. Okay, was haben wir denn bekommen? Wir haben ein paar Sachen bekommen, ne? Wir haben eine Baraka. Was macht die Baraka? Erhöht den maximalen LP-Wert um 3%. Oh, das ist natürlich ziemlich gut. Denn da noch schönes Schädelgefäß, Kämpferpanzer, antike Anhänger. Ja, das bringt ja gar nichts, wenn wir den dahin packen. Leerer Panzer. Ist der Angriffscharakter von Stille betroffen, erhöht dies den Angriffswert. Beeinträchtigungen erhöhen alle Statuswerte. Ach, warum nicht? Aber normale Ausrüstung haben wir sonst nicht. Gehen wir mal weiter. Ah, da war auch ein Speicherpunkt. Danke. Wir werden, glaube ich, nicht geheilt am Speicherpunkt, ne? Aber ja, wir müssen uns, glaube ich, heilen, oder? Hey, wir haben es erst Mittwoch gespielt und ich habe schon wieder alles vergessen. Es ist echt schlimm. Schauen wir mal. Das Menü. So, ja, wir werden nicht geheilt, okay. AA Ausgang, okay. Die Frage ist halt, ob wir nochmal einen Try versuchen sollen gegen so ein Vieh. Ja. Warum nicht? Gibt gut EP. So einigermaßen. Ja, das ist ja aus so einer Distanz angreifen kann, nervt mich schon ein bisschen. Ich
gebrauchtes Schild. Geil. Einfach alle Buttons smashen gleichzeitig. Wenn man großen Daumen hat, dann kann man alle vier auf einmal. Ah, und einer hat ein Level abbekommen. Super gut. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir haben so einen gebrauchten Schild bekommen. Ein schwarzer Kristall mit Gelb. Ah, ne, Gelb heißt, dass wir das ausgerüstet haben, ne? Ja, okay. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Angriff zu blocken. Okay, cool. Klingt auch nicht schlecht. Dann machen wir das anstatt von so einem schwarzen Kristall. Ich denke mal, das hat schon seinen Vorteil dann. Wenn wir blocken können, kriegen wir keinen Schaden. Warum nicht? Dann gehen wir halt erstmal raus. Das ist also Dipan. Meine Heimat. Was für mich so viel wie Endstation bedeutet. Ich werde sehen, was sich hier machen lässt und Eure Majestät ziehen lassen. Bitte, willst du mich nicht zum Schloss begleiten? Zu meinem Vater. Ich meine, zum König. Als treuer Ritter von Dipan werde ich dir überall hin folgen. Das Land sieht noch aus wie in meiner Erinnerung. Ich denke, dass ich den Weg weisen kann. Du bist eine Prinzessin, oder? Kannst du nicht einfach mit einer Trillerpfeife deinen Untergebenen rufen und dich dorthin bringen lassen? Ist es nicht an der Zeit, dieses Affentheater zu beenden, Prinzessin Alicia? Oder vielleicht, da ich annehmen muss, dass die Seelen deiner himmlischen Einherr ja mithören, wäre es besser, wenn ich dich einfach Valkyrie nennen würde. Du hast recht. Es gibt also zwei von euch da drin. Ich bin Selmeria, sehr erfreut. Die Schwester von Rist und Lenneth, jüngste der drei Gestirns der Göttinnen, die für Odin das Schicksal lenken. Aber Valkyrien werden nicht als Menschen wiedergeboren, nicht ohne Grund. Ich habe gehört, dass Dipan sich gegen die Götter auflehnen will. Du suchst hier wohl nach Beweisen, um dies Odin zu überbringen. Egal, was du gehört haben magst, diese Valkyrie ist nicht länger eine Dienerin Odins. Es war Odins Fehler, der mich erwachen ließ, da ich als Prinzessin Alicia wiedergeboren werden sollte. Ah, das heißt aber nicht unbedingt, dass du dich ihm entgegenstellst. Stimmt, ich habe keine Möglichkeit, das zu beweisen. Viel Glück. Moment, ich habe nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Verrat mir nur eine Sache. Was wirst du tun, wenn du dem König gegenüberstehst? Ich werde die Aufrichtigkeit des Königs beurteilen, danach Dipan für den Krieg gegen die Götter rüsten. Zähl auf mich. Kapitel 2. Finsternis über Dipan. Geht's da lang? Hintereingang. Hallo. Was hast du hier hinten zu suchen? Der Eingang zum Schloss liegt vorne. Dann halt nicht. Außen, was passiert da? Ah, sie war wieder in der Höhle, okay. Miau.
Seit Reisen sind nicht wahr? Willkommen, die Pan. Ihr müsst von eurer Reise erschöpft sein. Eine Übernachtung würde euch gut tun. Möchtest du ein Zimmer? Mal schauen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 6680. Und wir haben 777 Kristalle. Nice. Sehr gut. Ja, ich meine, alle mal durchheilen wäre vielleicht nicht schlecht, ohne dass ich extra setze. Items benutzen muss. Danke für deinen Besuch. Ja, ja. Dieses Bild stellt den Wald der Seelen dar, die Heimat der Elfen. Inmitten der verwirrenden Nebel des Waldes liegen Yggdrasil und die Pforte zum Paradies. Ist jetzt noch dunkel? Ja. Man sagt, die Pan sei ein Land der Ritter, aber auch die Zauberei ist hier sagenhaft. Das verdankt man König Barbarossa und den drei Magiern, die für ihn arbeiten. Wenn sie weiter so vorankommen, werden selbst die Götter Mühe haben, Schritt zu halten. Ich Pechvogel, ich sitze hier in die Pan fest, die Schiffsverbindungen sind eingestellt, sagt man. Nun gut, ich werde nicht sterben, wenn ich mir hier eine schöne Zeit mache. Hä, solange du Geld hast? Nach innen. Stör mich nicht bei meinem Training, ich habe gerade den Dreh raus. Wenn ich groß bin, werde ich zu einem Ritter des Königs. Deshalb muss ich weiter trainieren. Er ist voll dabei. Übung, Übung und mehr Übung mit dem Schwert. Ich möchte, dass der König Barbarossa gut dient. Doch andererseits schadet Studieren auch nicht. Waffenladen. Oh, das ist gut. Ein bisschen Geld, um die Leute zu bringen. Was kann ich für dich tun? Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein Florett. Das ist sehr schön. Kostet 2200. Ich raste aus. So. Okay. Von Nummer 1. Inventar. So. Mit dem werden Armbrust drin. Haben wir noch sonst was, was der. Also Apfel. Mein Gott, ich vergesse immer, dass ich ja da. So. Ein Beidhänder wäre für beide ziemlich cool. Silbersturmhaube. Abwehr 2, Magieresistenz 2. Auch nicht schlecht. Lederrüstung. Kettenhemd. Oh, Kettenhemd. Natürlich auch gut, ne? 12 Abwehr. Ja, kostet halt mega viel. Das kann ich was verkaufen? Wann mache ich? Tu erstmal hier. Ich ausrüste mit dem, was ich habe. Dann verkaufe ich erstmal das andere Zeug. Das alte. So, wir haben hier ein Florett. Und der kriegt seine Armbrust. Okay. So, jetzt kann man nämlich hier ein bisschen was verkaufen. So, wir bekommen das und das und das und zwei davon. Blitzedelstein.
Schädelgefäß. Ein schwarzer Kristall. Oh, die geben auch gut Geld. Knochenmehl. Wofür auch immer. Bestienfell. Warum nicht? Bestienfleisch. Raus damit. Eisen brauchen wir sich auch nicht. Gut, es gibt mega viel Geld. Das kleine Teufelsherz. Geil. Burgunderflasche. Abgestandenes Wasser. Oh, echt geil Geld hier. Es geht. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Alles raus. Das keine Miete zahlt. 12 Bernstein. Krass. Okay, den behalten wir mal. Den haben wir gefunden auf dem Boden. Im Dreck. Perfekt. So. Jetzt kann ich 2 davon kaufen für meine... Ach, ich vergesse immer. Ah, okay. Silbersturmhaube. So. Kann jeder gebrauchen. Das heißt, es gibt 4 Stück davon. Ach Mann! Ich hab's nicht drauf, ey. So. Okay. 4 Kettenhemden. Ich werde es nicht lernen. Oder vielleicht doch. Ah, Lederstiefel, die sind zum Beispiel schlechter. Kriegerkanon brauchen wir ein paar, ne? Nimm mal 10 mit. Gegengifte. Immer ein bisschen was. Wohl Stille. Ich weiß nicht, ob Stille was Nötiges gerade ist. Lähmung kurieren. Stein kurieren, ne? Stein vielleicht. Ich glaube, das ist okay. Jetzt haben wir alles. Nee. Okay, okay. Jetzt können wir mal alle noch mal ausrüsten. Stoffbeinschienen. Ah, haben wir noch das? Okay. So. Kopf, Silbersturmhaube, Kettenhemd, Panzerhandschuhe, Lederstiefel sind da. Gut. Schon. Was haben wir da? Antikenanhänger, was hatte der drauf? Machen wir mal. Ah nee, aber wenn dann ein anderer Slot, wo er was davon hat. So. So. Beithänder. Silbersturmhaube, Kettenhemd, Panzerhandschuh. Bethänder, Silbersturmhaube, Kettenhemd, Panzerhandschuh. So. Sturmhaube, Lederrüstung, Lederrüstung. Ja, soll sie auch nicht schlecht leben hier. Kriegt noch Handschuhe geschenkt von mir. So. Lederhandschuhe, Kopf, kriegt auch noch eine Sturmhaube hier. So. So, das war's mit meiner Großzügigkeit aber jetzt. So. Was haben wir denn hier noch? Reden. Okay. Jetzt haben wir mal voll ausgerüstet erstmal. Waffenladen. Haus. Hey, du da drüben. Du gleichst Prinzessin Alicia bis aufs Haar. Ihre Geburt brachte solch Freude und viele Leute nannten ihre Töchter Alicia. Dass sie in so jungen Jahren verstarb, das Leben kann so grausam sein. Kampf liegt das Leben der Verbündeten in den Händen des Kommandanten. Der, den du kommandierst, lernt diese Geheimnisse auswendig. Sprinten im Kampf? Ah, okay. Okay, es ist auf jeden Fall mal gut zu wissen, dass man jetzt. Aber jetzt habe ich ja. Ich war ja ziemlich lahmarschig gegen den einen Boss, wo ich so weit hin gestartet habe. Gefährlich nachts zu verlassen. Da, 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 da. Okay.
Aufladen, dann gehen wir mal nach innen. Das ist lächerlich. Ich kann es nicht glauben. Die Preise schnell nach oben. Nach oben! Der Preis für Wein aus Krell Montforen hat sich verdoppelt. Verdoppelt! Sie reden sich auf Schiffsverbindung hinaus. War das etwa ein Unfall oder so? Naja. Haha. Hast du die Straßenbeleuchtung angesehen? Ihre Lichter brennen durch Magie. In Dipan gibt es drei mächtige Zauberer, bekannt als die drei Magier. Hier in Dipan erfreuen wir uns dank der drei Magier eines besseren Lebens als anderswo. Theologie, das Ende vom Anfang, die allumfassende Macht, der Weltenbaum, Yggdrasil, der Weltenbaum, hält die Welten der Götter, Menschen und Untoten aufrecht. Wenn er welkt, wird alles vernichtet, wenn er blüht, wird alles gedeihen. Doch tritt er in der Welt der Menschen nicht in Erscheinung. Geschützt von Elfen liegt er tief im Inneren des Waldes der Seelen, wo niemand ihn erreichen soll. Ihr seid Reisende, oder? Haben Piraten tatsächlich die Schiffe von Sold angegriffen? Das Schloss hüllt sich in Schweigen. Selbst die Wachen wollen nicht darüber sprechen. Wird es dich stören, ein Gebet zu verrichten? Es wird deine Seele beruhigen. Immer nervt sie mich damit, vor dem Einschlafen zu beten. Meine Mutter wurde zur Religionsfanatikerin, als die Prinzessin hier von einem Dämon besessen war. Die Prinzessin starb letztlich, aber ich bin nicht sicher, ob Besessenheit der Grund war. Die Historie von Dipan. Die gesamte Welt war in den Krieg von Camille verstrickt und die Kriegerprinzessin Celes wurde zu einer vielgerühmten Heldin. Später im vierteljährigen Krieg wurde Prinzessin Phyres als Heldin bejubelt und verehrt. Die Heldentaten dieser beiden Frauen brachten Dipan großen Wohlstand. Jedoch kämpfte Kriegerprinzessin Celes später im vierteljährigen Krieg als Anführerin feindlicher Kräfte gegen Dipan. Prinzessin Phyres schlug die Truppen ihrer Blutsschwester Celes tapfer zurück und verlor dabei ihren Arm. Die Verwundung durch den Pfeil von Phyres kostete Celes das Leben. Die Jungen sagen, ich sei verrückt, aber mir scheint die Luft in letzter Zeit viel schwerer. Nun halten sie das Schloss versperrt, aber es war geöffnet, als die Prinzessin noch lebte. Ich vermute, selbst ein großer König kommt über den Verlust eines Kindes nicht hinweg. Wir müssen bald mit den Wachen am Hintereingang wechseln. Ich sage, holen wir uns etwas zu essen. Bin interessiert das, ob wir später kommen. Denk nach, niemand geht rum zur Rückseite. Deshalb können wir ruhig Pause machen, richtig? Wollt ihr mich verarschen? Ich war vor uns auf der Rückseite. Was soll das? Ist doch... einfach nur Trizerei hier. Eieiei. Immerhin bin ich gut ausgerüstet jetzt, oder besser. Also gut.
Wäre es nicht der Plan, die Situation von Dipan einzuschätzen, bevor wir auf seine Hoheit treffen? Stimmt, aber ich weiß nicht wie. Hey, schläft Zemeria Valkyria dort oben etwa? Ich weiß nicht, sie will mir nicht antworten. Vielleicht hat sie Rists wahrgenommen und versteckt sich nun. Werden wir etwa verfolgt? Warte, davon war nie die Rede. Das wird ja immer schöner. Du hast keine treuen Untergebenen mehr im Schloss, oder? Dallas. Wer soll das sein? Wenn Dallas nur hier wäre. Er ist ein Jugendfreund. Ich habe gehört, er soll nun einer der drei Magier sein. Die drei Magier? Denkst du, dass sie über die Absichten von Dipan Bescheid wissen? Ich bin mir fast sicher, dass sich das Labor der drei Magier irgendwo unter der Erde befindet. Aber das habe ich nur gehört. Ich war selbst noch nie dort unten. Ich erinnere mich an unterirdische Kammern, die früher allerdings als Kerker genutzt wurden. Gehen wir. Ich hoffe, dass wir sie finden können. Bleiben wir also zusammen. Bitte sprich zu mir. Ich brauche deine Hilfe. Hinunter, speichern, raus. Sackgasse. Ich denke, wir können auch nach oben die Treppe gehen, weil wenn wir nach unten sollen, ist, glaube ich, oben genau die Richtung, die wir wollen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Wir wollen ja nicht direkt zum richtigen Ort gehen, ne? Wir wollen noch ein bisschen erkunden, ein bisschen Zeug sammeln. Wenn wir direkt runtergehen, verpassen wir das noch am Schluss. Lederstiefel erhalten. Yay! Aber nur für Lederstiefel. Na gut. Sind das tolle Lederstiefel vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es nur die eine Art von Lederstiefel. Ja. Ein schlechter. Ich will nicht schon wieder lästern, aber ich würde sagen, Dipan hält sich definitiv Kuschelmonster. Nein!
Das kann nicht sein. Oh Vater. Und zwar dieser Sprint, den ich gerade mal ausprobiert. Sehr nett. Alle drei greifen mich an, so. Oh, super. Aim for the head. If they won't retreat, they must die. Zum Glück haben wir gelernt, wie das geht, weil man stand ja auch dabei, wie man dann den Sprint cancelt mit direkt mit dem Angriff, und das ist ziemlich cool. Dann war quasi im Präventivschlag immer. Schon sein Vorteil. Okay, jetzt hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Oh, daneben, danke. Ja, wir müssen. Ja,
Ja, gebt mir eure kleinen Teufelsherzen. Die geben gern sehr viel Geld. Boah. Immer drauf, immer drauf. Wurde sie geblockt? Geil. Geil. Chronik des Schreins. Komm. Schau, was es ist. Was da wie so ein Item auch verkaufen kann. Schnell mal schauen. Sonstiges. Unverständlicher Zeremonienwälzer, der seit Urzeiten weitergegeben wurde. Okay. Was ist denn hier? Uiuiui. Was ist das? Eine Art Maschine? Achso, das war's auch. Mehr passiert dann nicht? Okay. Muss wahrscheinlich später nochmal hin. Zwergentinktur ist natürlich ziemlich geil. Nebenbei bin ich ja auch gerade an Final Fantasy 9 ein bisschen spielen. Und will da jetzt langsam mal Platin holen. Für die, die es wissen, es gibt ein paar hässliche Trophäen bei Final Fantasy 9. Unter anderem die Trophäe Königshopster. Und dafür muss man bei dem Seilspringen-Minispiel in Alexandria, was man auf CD 1 und 4 machen kann, 1000 Sprünge machen. Man denkt jetzt so, okay, 1000 Sprünge klingt jetzt nicht viel, ne? Und so. Ja, ich muss sagen, es ist wirklich ziemlich krass, weil man muss immer rechtzeitig drücken, erstens. Das Zeitfenster ist immer gering und dazu kommt, dass es immer Zeitintervalle gibt, wo es, sag mal, schneller wird, ne? Und ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Es ist halt richtig kacke und wenn man mal 100 schafft oder 200, dann ist es schon sehr, sehr, sehr gut, ne? Und natürlich ist dann so eine Trophäe, die einem das madig macht, immer, naja, wirklich ein Wermutstropfen, wenn man dann einfach denkt, so, ach, ich hätte so gern Platin im Spiel. Weil alle anderen Trophäen sind ja noch recht machbar. Bis auf die eine. Das ist echt krass.
Und da habe ich letztens jetzt, haben wir manchmal, weil ich Cheese gern. Also ich cheese wirklich gern. Also ich gucke auch manchmal, dass ich halt Wege finde, so Sachen zu cheesen oder mir einfacher zu machen und so. Und ich meine, ich bin jetzt auch jemand, der auch powerlevelt und so. Einfach um überlevelt zu sein und einfach ein easy Playthrough zu haben. Ich meine, muss man nicht immer, aber macht schon Spaß, um zu sehen, wie weit man es treiben kann. Und dann habe ich mal geschaut, ja, gibt es eine Möglichkeit, eben das Seilspringen zu schießen. Und es gab tatsächlich einen. Und für die, die es halt nicht kennen oder wissen, wie es geht, also es gibt da so eine Möglichkeit, da braucht man quasi das Remote Play dafür. Also man kann ja quasi über eine andere Plattform quasi das Spiel dann streamen und dann mit einem anderen Controller zum Beispiel spielen. Also ich könnte zum Beispiel mit dem Remote Play auf meinen Laptop streamen und könnte halt vom Laptop aus mit dem normalen Controller dann halt das Spiel spielen. Muss halt nicht vor dem Fernseher hocken. Dadurch. Da ist halt so die Sache, okay, wie cheest man dann in dem Fall mit diesem Remote Play? Was kann man machen? Und ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt quasi so Software, die macht Autokey, heißt es. Und das sorgt dafür, dass halt der entsprechende Key, den man braucht, automatisch gedrückt wird. Unter bestimmten Bedingungen. Und dann habe ich so ein YouTube-Video gesehen, wo dann quasi gezeigt wurde, wie man in diesem Autokey-Programm, da gab es dann noch ein gewisses Skript dafür, wirklich für dieses Seilspringen hat sich jemand die Mühe gemacht, das so zu coden. Und das sorgt echt dafür, dass man diese 1000 Sprünge schafft, ohne was machen zu müssen. Ist echt cool. Also im Grunde ist es so, man tut es nicht als einrichten, dann tut es starten. Wichtig ist halt einfach, dass man eine gute Verbindung hat zum Internet. Also wirklich gut. Also am besten alle anderen Quellen ausschalten, außer wirklich das, was man benutzt. Also in dem Fall PlayStation und Remote Plattform. Am besten PlayStation und die Remote Plattform noch mit LAN-Kabel verbinden und alles andere ausmachen. Und halt eine gute Verbindung haben generell. Und dann kann man nämlich, wenn man das dann laufen lässt, geht es ohne Probleme zu 1000 Sprünge. Und das habe ich bei mir gemacht. Und dann hatten wir für meine Frau, weil die auch immer davon so mega abgeturnt ist, von diesem 1000 Sprünge machen, habe ich es auch gleich, haben wir gleich bei ihr auch noch die Trophäe geholt, auf die gleiche Weise. Ging wunderbar. Also wer damit Probleme hat, schaut einfach mal, es gibt online bei YouTube, ja, super easy gemacht auf jeden Fall, easy Seilspringen Achievement. Alle anderen sind eigentlich relativ simpel zu holen, einfach alles nur Fleiß, aber dieses Seilspringen, das ist nicht mehr Fleiß, das ist einfach nur, ja, wie soll ich sagen, masochistisch. Genau, und da bin ich jetzt, wie gesagt, dran, jetzt wo ich dann diese eine Kack-Trophäe habe, hole ich jetzt nach und nach, habe ich jetzt vor, die anderen zu holen. Einfach, damit ich dann extra Platin habe, weil Final Fantasy 7 und 8 habe ich es geholt. Da geht es ganz gut eigentlich auch mit den spielinternen Cheat-Modes. Also zum Beispiel jetzt ja beschleunigen, Maximum Schaden, unbesiegbar. Kann man auch so Trophäen machen wie zum Beispiel besiegt Smaragd-Weapon, Rubin-Weapon. Kann man dann locker ohne Probleme machen, ohne dass man da großartige Probleme kommt. Und das sind ja meist so diese Bosse gewesen, die damals übelst Probleme gemacht haben. Ja, genau, jeder, der mal es gemacht, ausprobiert hat, versteht's. Da hast du vollkommen recht. Genau, und Final Fantasy 7 und 8 ist halt Platin und 9 fehlt halt noch irgendwie. Das ist fast genauso schlimm, Seilspringen halt, wie das Blitzausweichen bei Final Fantasy 10.
Ja, genau, es ist legitim, sich Hilfe zu holen. Das stimmt. Irgendwie ist mein Chat nicht an hier. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Muss er nicht. Genau, im Final Fantasy X ist ja genauso der gleiche Rotz mit den Blitzen. Da muss man ja auch, wenn man es ganz geschickt macht, macht man sich so ein Hasenband, damit man keine Gegner-Encounter hat. Und dann tut man, da gibt es auch so eine Möglichkeit, das ein bisschen zu cheesen. Und zwar gibt es einen gewissen Punkt, an dem der Blitz, den man ausweichen muss, immer triggert. Also für diejenigen, die es halt nicht kennen, sage ich das jetzt. Und das heißt, man läuft quasi immer im Kreis und immer an der gleichen Stelle schlägt der Blitz ein, dann muss man einfach nur rechtzeitig einfach das drücken. Und normalerweise halt die Problematik, du weißt nicht, wann genau der Blitz kommt und dann verdrückst du dich vielleicht oder so und dann ist es halt versaut und wirst halt getroffen, weil du musst halt 200 Sprünge schaffen, auszuweichen, ohne zwischendurch getroffen zu werden. Und das ist halt schon ziemlich schwer. Aber dafür kann man halt das. Ich glaube, dafür gibt es halt kein Cheese, um das zu machen. Außer halt, wie gesagt, der, den man. Dass man halt effektiv sagt, wann der Blitz halt einschlagen kann. Aber ich meine, das langt ja auch schon, wenn man so ungefähr weiß, wann es jetzt losgeht. Hilft auch schon ungemein. Scharfe Speerspitze. Leerer Panzer. Na, schauen wir mal ein paar Sachen an, die wir jetzt bekommen haben. This is no place for amateurs. Boah, Level up. Falscher Knopf. Aber es ist auch echt doof, Select auf Menü zu legen. Ja, das ist echt seltsam. Was haben wir denn hier? Scharfe Speerspitze. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Was macht das? Ist der Charakter von Stille betroffen, erhöht dies den Angriffswert. Und die Möglichkeit kritischer Treffer. Blaue Seelenflamme, Schütz und Kampf vor Frost, Magieresistenz um 3%. Okay, aber ist ja vielleicht was für ihn vielleicht hier. Speerspitze, kritischer Treffer erhöhen. Beeinträchtigung erhöhen alle Statuswerte, warum nicht? Die Resistenz, warum nicht? Kann nur helfen. Schwarzer Kristall, warum nicht allen eingeben? Besser als nichts. So. Ach, im Moment muss ich da vielleicht da irgendwie so rauf? Ach, das kann natürlich sein. Ach, Mann. So. Haha, okay. Gewundert, wie ich da weiterkommen soll. Die offensichtliche Lösung natürlich. Ha! Kaputz! So, Widgets. Box. So, jetzt die Chatbox auch hier aktiv. Keine Ahnung, warum die hier nicht drin war, aber auch nicht schlimm.
Boah, so einer. Ich würde dich zuerst angreifen. Solltest. So, jetzt noch den letzten hier im Bunde. Kaputt. Gut. Genau, und dann so viel zum Weiterschießen. Also nachdem ich natürlich rausgefunden habe, so, dass es sowas gibt, halt wie dieses Auto-Input, habe ich es natürlich dann wieder ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil wir sind ja gerade am Flur machen. Also da wollen wir streichen. Bin immer nicht dazu gekommen, sind halt am Abkleben gewesen. Gestern war ein bisschen stressigerer Tag. Und da gibt es dann in Final Fantasy 9 eine Stelle. Da kommen immer Gegner auf einen zu. Also du kannst einfach stehen bleiben, die kommen und kommen und kommen. Das Problem ist halt dann immer, dass man halt drücken muss. Und was ich dann halt gemacht hatte, habe mir ein... Ah, schade, geht drunter. Ich habe mir so ein Skript rausgesucht. Aha, Langschwert. Kann sie tragen, aber das andere... Das Panzerschwert nicht. Faszinierend. Die Combo-Attacken nehmen das anderthalbfache zu. Okay. Ah, er trägt königliche Waffen von Deepan. Deswegen kann das andere wahrscheinlich auch nicht anlegen. Genau, ich habe mir dann so ein Skript rausgesucht, wo halt immer ein Knopf drückt, quasi. Immer den X-Knopf. Und dann gibt es natürlich dann auch für den Kampf selbst gibt's noch so einen Automodus. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass wenn der Kampf dann fertig ist, dass man dann die ganzen Fenster quasi bestätigen muss. Der Kampf selbst kein Problem, weil das geht automatisch. Kann man auf Autokampf machen. Und hat dann, wie gesagt, so ein Dings gesucht, was dann halt, so ein Skript gesucht, was halt ein Auto-Knopfdrücken macht. Und nachdem ich das gefunden habe und es dann lief, habe ich einfach den Charakter, der heißt Steiner, das ist so ein Ritter, und dann habe ich einfach dahingestellt und habe dem eine spezielle Waffe in die Hand gegeben, damit die immer Leben absorbiert, wenn er damit angreift. Das heißt, er kann einfach nicht sterben am gewissen Zeitpunkt, weil er einfach immer, wie es sich immer voll heilt, und die Gegner machen dann nicht so viel Schaden, dass sie jetzt den mit zwei Angriffen töten würden. Das heißt, er killt eine, ist voll, dann greift die andere wieder an, er kriegt ein bisschen Schaden, er heilt sich instant wieder hoch mit dem nächsten Angriff. Und ich habe es dann einfach mal laufen lassen. Und er war irgendwie Level 18, 19 oder so, wo ich gestartet habe. Und, das weiß ich nicht, ob ich gespeichert habe. Und habe dann aufgehört, als er Level 44 war. Ja, also das habe ich dann laufen lassen, während ich natürlich den Flur dann abgeklebt habe. Und ja, es war ziemlich krass. Also das war jetzt mein höchstleveliger Charakter. Einfach durch nichts tun, einfach laufen lassen und ja, ein bisschen wieder so Spielmechanik ausgenutzt, was man ja immer machen sollte. Also immer wenn es euch Spiel anbietet, nutzt es aus. Kein falscher Stolz, einfach machen. Särge? Nein, nicht wirklich. Bah. Die Monster, gegen die wir gerade kämpften. Sieht so aus, als hätte man sie hier gezüchtet. Warum kommt ihr nicht und seht selbst?
Also, ich glaube, das sind keine Tränen, das ist irgendwas anderes. So ein komisches Vieh, ey. Okay, warum nicht? Wie, ist es etwa einer deiner Freunde? Offensichtlich. Diese Stimme, bin ich der Einzige, der sie vernehmen kann? Der König. Barbarossa hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Wir arbeiten nicht für den König, sag ihm das. Ich glaube, ist dem Monster ziemlich egal. Großartig, scheint keinen zu interessieren. Nächster Bossfight, yay! So, machen wir es mal so schnell. Dass alle voll sind. Stinkende Rakete. Yay! Zielerfassung. Oh, einer ist vergiftet. Nicht cool. Das zickt im Sekundentakt, dieses Zeug, ey. Es geht. Zielerfassung. Okay, gleich ist er weg. So, Herzkern haben wir bekommen. Huh, 11.700 Gesamterfahrung, sehr cool. Ja, das ist ein bisschen lila, ne? Ich hoffe, die Statue gehen weg nach dem Kampf. Ne, gehen sie, oder? Ne, ist immer noch giftig. Okay, haben wir was gegen Gift geholt? Das heilt alles. Gift kurieren, perfekt. Arcanum, dann heilen wir den noch mal kurz hoch. So. Die Frage, geht es rechts weiter? Ja, okay. Ich gehe einmal rechts weiter und schaue, ob da ein Speicherpunkt ist, ansonsten gehe ich wieder nach links. Oder auch nicht. Es wird so verdächtig still. Ja, Sequenz. Dallas?
Dallas, du bist es. Du bist tatsächlich der Emo-Boy. Alicia, was machst du nur hier? Ich wohne hier. Dieser Ort ist nichts für dich. Du musst sofort weg von hier. Stimmt was nicht? Ich darf es nicht aussprechen. Warum? Wegen dieser verdammten Experimente, die du hier unten durchführst? Ist es wahr, Dallas? Was ich in dem Labor sah? Bist du dafür verantwortlich? Sie besitzt Unterlagen über Zeit, Dämonen und Elfen. Elfen? Selbst über die Sphäre des Drachen. Ist das nicht etwas übertrieben, nur um Monster zusammenzuflicken? Mit einem Schatz zu spielen, der versteckt wurde, um ewigen Frieden in Midgard zu bewahren? Ihr, die ihr euch selbst mag, solltet wissen, wie gefährlich euer Tun ist. Haben Sie denn recht, Dallas? Bitte sage mir, ist das wahr? Antworte mir! Sofort die Dominante, ey. Die Sphäre des Drachen ist einer der vier Schätze und wird genauso von Odin geschützt. Was sagst du da? Vergib mir. Alicia, antworte die Frage, was führt der König im Schilde? König Barbarossa trachtet nach Macht, die es ihm erlaubt, sich Odin entgegenzustellen. Aber du musst wissen. Wir schworen, das Geheimnis unserer Forschung mit ins Grab zu nehmen, Dallas. Lass doch den Emo-Boy in Ruhe. Der kann doch nichts dafür. Törichte Sterbliche, ihr unterschätzt die Macht der Sphäre bei weitem. Vater! Welche Anmaßung! Meine Tochter existiert nicht mehr. Niemand auf dieser Welt hat das Recht, mich Vater zu nennen. Auf, in den Kerker mit ihnen. Haltet sie! Sir, jawohl! Gib mir Lische. Ich war so nah dran. Okay. Okay, jetzt können wir speichern. Gut. So, das werden wir auch tun und dann werden wir auch Schluss machen für heute. So. Alles klar, das war das heutige Let's Play Roulette. Also wie ihr gesehen habt, das Roulette entscheidet, es ist unparteiisch, es kommt nicht immer dasselbe. Wir haben es letztes Mal schon demonstriert, einmal war Alice, danach war im Fake-Check quasi
was war es, Jack und Dexter. Und jetzt heute hatten wir Valkyr Profile, Zemeria. Also es kommt immer was anderes raus. Also lasst euch überraschen, was das nächste Mal kommt. Mal schauen, wie es morgen zeitlich passt. Vielleicht komme ich dazu, noch eine Folge zu machen. Wie gesagt, es wäre dann aber eher so ein spontan Ding, nachdem, wie es meine Frau auch Lust hat, mal was wieder was aufzunehmen, weil sie streamt ja auch ein bisschen, beziehungsweise zur Zeit nimmt sie auf und lädt halt hoch. Schaut mal bei ihr vorbei, sie macht großteils Point and Clicks. Meistens lädt sie aber auch nur auf YouTube hoch. Von daher schaut da mal vorbei. Zurzeit spielt sie Monkey Island 2, glaube ich. Und ab und zu mal Final Fantasy 1 wollte sie auch mal komplett alle Teile nach und nach spielen. Tut sie auch aufnehmen und hochladen. Genau, also je nachdem macht sie morgen auch ein bisschen was, wie sie halt lustig ist. Und ja, einfach überraschen lassen, ob ich morgen dazu komme oder nicht. Ansonsten spätestens am Mittwoch wieder zu Retro-Perlen mit wahrscheinlich Musashi. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und einen super Start in die Woche. Je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr vielleicht auch morgen einen freien Tag. Ich arbeite in der Schweiz und da ist morgen Nationalfeiertag. Das heißt, ich habe morgen auch einen freien Tag, echt entspannt, super toll. Und ja, ist mal nötig, ein verlängertes Wochenende mit 4 Tagen frei, für keinen Urlaub nehmen, super geil. Und ja, ich werde es auf jeden Fall morgen genießen und ausschlafen. Und ich hoffe, diejenigen von euch, die es auch können, genießt es auch. Ansonsten in den Rest schönen Start und halt durch bis am Mittwoch. Alles klar, schönen Abend noch und ciao.